Hallo meine Lieben, ich werde mit euch heute das Misti-Tool nachbasteln. Und zwar habe ich die Idee hier auf YouTube natürlich entdeckt. Und das Ganze geht mit diesem Hemmingsbow-Bilderrahmen von Ikea. Der ist nämlich aufklappbar. Und hier gibt es einige Anleitungen dazu. Ich habe meine komplett ein bisschen anders gemacht. Ich will euch mal das Grundgerüst nur zeigen. So. Das allein ist nur dieser Bilderrahmen. Da habe ich alles rausgenommen. Ich habe hier auch die Platte ausgewechselt, weil hier in diesem Hemmingsbow ist wirklich nur eine ganz, ganz dünne Plexi. Ich weiß gar nicht mal, ob das Plexi ist oder ob das nur ganz dünnes Plaste ist. Und der lässt sich halt so zusammenklappen und aufklappen. Und das ist natürlich perfekt für das, was wir wollen. Hier hat es auch Magneten, so dass es festhält. Ja. Dadurch, dass ich das jetzt rausgenommen habe, ist natürlich auch hier sehr viel Spiel, so ungefähr 2 mm. Und hier haben wir auch so ungefähr vielleicht 1,5 mm. Und das habe ich nochmal mit so einer Pappe. Das ist eine Rückwand von einem Papierset. Das habe ich mir auf die Größe geschnitten, wie ich es brauche. So dass ich es dann hier reinmachen kann. Das würde ich jetzt kleben. Ruhig ein bisschen großzügig auftragen. Durch die Pappe kommt da jetzt nichts durch. Und das soll ja auch nichts verrutschen. Das soll praktisch halten. Da ich mir die meisten Stempel natürlich unten anlegen werde, mache ich es so, damit es unten gut anlegt. Also hier wäre hier in dem Fall unten. Dieses Teil kriegt man irgendwie nicht raus. Ich habe es probiert. Aber braucht man auch nicht. So, jetzt kleben wir das Teil noch dran. Das Gute ist natürlich, und so hatte ich mir das auch gedacht, dass das alles so ein bisschen auf A4 ist. Aber, also ich habe mir eine Plexiglas bestellt. Amazon, das verlinke ich euch natürlich. Die hat gepasst, aber alles, was hier in A4 ist, ist hier ein bisschen und hier ein bisschen zu klein. Dann habe ich mir so ein A4 Magnet bestellt. Da machen viele so Kühlschrankmagneten, Lesezeichen von. Ja, da gibt es ein Packen, das sind 5 Stück. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie teuer, aber auch das verlinke ich euch. Da das auch wieder nicht richtig passt und ich ja 5 Stück habe, habe ich mir von einem anderen das hier noch so abgeschnitten und werde das unten mit rein tun. Also eher gesagt, ich werde das oben rein machen, weil die meisten Stempel oder Blätter möchte ich ja unten anlegen. Also wie gesagt, ich habe hier eine andere Platte reingemacht. Das verlinke ich euch. Und dann verlinke ich euch noch diese Magnetplatte. Die Magnetplatte werde ich auch mit Kleber reinkleben. Ah, stopp. Vorher, um auch hier ein bisschen die Höhe zu kriegen, habe ich nämlich noch 300 Gramm Papier mir zugeschnitten auf die komplette Größe, damit es auch mal einmal komplett mit der Größe zu ist. Das würde ich auch kleben. Also je höher ihr kommt, desto besser. Also ich habe hier einmal dieses,
diese Papprückwand, die sehr stabile Papprückwand, nicht diese ganz dünn. Dann einmal Fotokarton 300 Gramm. Das habe ich mir zugeschnitten, dass es perfekt passt. So, und ich klebe das, damit es so richtig schön drin liegt. Ah ja, das, was ich bestellt habe, ist selbstklebend. Das ist natürlich perfekt. So, das wird einmal abgerissen. Dann lege ich mir das unten an. Hier muss man jetzt aufpassen, weil ich glaube, das klebt sehr gut. So. Dass jetzt hier ein bisschen frei ist, finde ich nicht so schlimm. Ich will mir hier sowieso ein Lineal dran kleben. Hier. Und deshalb ist das nicht ganz so schlimm. So. Da oben kommt dann das Stück rein, was ich mir von dem anderen noch abgeschnitten habe. Ich habe ja nochmal diesen Bilderrahmen und ich habe auch nochmal diese Magnete. Deshalb überlege ich, ob ich vielleicht einmal dieses nachgebaute Tool verlose. Wenn Interesse besteht, schreibt mir das doch mal in den Kommentaren. So, jetzt habe ich es oben auch zu. Wie gesagt, hier ist ja die Außenseite. Das klappt ja so rüber. Es ist nicht so schlimm, wenn da nichts ist. Da will ich mir im IKEA noch diese Papierlineale holen und dann hier so anlegen. Und dann ist es ja sowieso zu. Und hier an die Ecke werde ich nichts anlegen. So, dann habe ich mir einmal kariertes, also Gridpapier, ausgedruckt. Das passt wieder nicht. Und deshalb, also das werde ich hier so anlegen. Hier ist es ja jetzt noch weiß, weil ich ja dieses weiße Papier drunter habe. Und hier oben habe ich mir im Internet so ein Lineal gesucht, also was ich mir auf Papier ausdrucken konnte. Habe es dann auf die Breite geschnitten, wie ich es hier brauche. Habe ich vorhin gesehen, dass ich nochmal ein Stück abschneiden muss. Vielleicht so ein halbes Millimeterchen. Ja, besser. Dann ist das nämlich hier oben zu. Ich kann es jetzt praktisch auch so anlegen. So machen. So, dann können wir das nämlich auch kleben. Ich überlege gerade, ob ich hier das verschwende oder ob ich auch Kleber nehme. Ich habe das auf 160 Gramm Papier ausgedruckt. Nee, ich nehme das. Soll ja gut halten. Und das waren jetzt wirklich knappe 15 Euro, die ich insgesamt ausgegeben habe. Meine Idee war nämlich zwischenzeitlich auch noch mal so einen rahmenlosen Bilderrahmen. Die haben ja meistens auch so eine, dachte ich, Plexiglasplatte drin, aber das ist eher eine Glasplatte. Das heißt, die ist nicht biegsam. Und da man ja hier so reindrücken muss, muss es schon ein bisschen biegsam sein. Und bevor ich dieses
Plexiglas bestellt hatte. Habe ich da auch mal bei Amazon gefragt, ob das auch wirklich biegsam ist bei Leuten, die das schon hatten. Kam auch super schnell eine Antwort. Und das war auch überhaupt nicht teuer. Also mit Versand 6 Euro, glaube ich. So, jetzt drücke ich es mal nochmal ein bisschen an. Mach noch einmal was in die Mitte. Ich finde es auch perfekt mit dem Magneten, weil dann hält es viel besser. Die meisten Anleitungen, die ich gesehen habe, waren ohne. Aber ich finde, das ist gerade das Gute an diesem Mistitool. Diese Fixierung. Persönlich finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass das so groß, dass der Bilderrahmen so groß ist. Da kann man auch größere Sachen bestempeln. Ich mache ja auch Freiluftfixing und sowas, und dass man da vielleicht eine ganze Seite oder jetzt habe ich ja so die Moleskine-Größe, dass man da mal eine ganze Seite einlegen kann und die bestempeln kann. Wie gesagt, hier ist jetzt zwar eine Lücke, aber die will ich noch mit einem Lineal. Ich weiß noch nicht, ob ich mir so ein Lineal kaufe, was vielleicht ein flacheres ist und von der Breite her nicht so viel, und das hier so reinklebe, oder ob ich so ein IKEA-Papierlineal nehme. So, das liegt jetzt richtig schön drin. Jetzt kommt da oben noch das hin. Habe ich das auch mit diesem doppelseitigen, stärkeren Klebeband gemacht. Knick mir hier das, was am Klebematerial drüber steht, gerade rum. Dass mir das sonst nachher nicht am Material kleben bleibt. Also bei ein paar, die es nachgebastelt haben, die haben sich dann auch, die haben, glaube ich, von diesem Tombow dann hinten drauf geklebt, weil der lässt sich ja relativ gut abziehen. Aber wie gesagt, ich finde das mit diesen Magneten, und da wir ja sowieso ein bisschen Höhe ausgleichen müssen, richtig perfekt. Hier aufpassen, dass das richtig schön drin liegt. So, dann wäre das nämlich jetzt schon fertig. Hatte mir hier noch so ein Lineal ausgedruckt. Aber ich glaube, ich hole mir das von IKEA. Das ist nicht ganz so breit. Sieht vielleicht auch ein bisschen besser aus. Ich hatte mir das nochmal ausgedruckt, aber es hat nicht die komplette Länge. Und somit wäre das hier unten auch nicht zu. Ja, und jetzt könnten wir uns schon mal Papier reinlegen. Ich habe jetzt hier auch extra dickes Papier genommen, also das ist auch so 270-300 Gramm Tonpapier.
Und ich habe gedacht, ich mache das mit so einem Flach. Also es sind Flachmagneten, die haben vielleicht 1 mm. Und ihr seht, es lässt sich richtig schwer bewegen. Und wenn ich mir das richtig an die Kante lege, ich kann das auch richtig noch an die Kante legen, weil ich habe noch so, ja, keinen Millimeter. Das sind so, ja, eine ganz kleine Erhebung, würde ich sagen. Also so, wie auch das Papier ist. Und das ist ja auch nicht ganz ein Millimeter. Kannst du hier mal gucken. Ja, das ist vielleicht ein halber Millimeter. Wenn überhaupt. Also es passt noch richtig schön rein mit dem, was ich so gemacht habe. Also wie gesagt, Pappe, dann nochmal ein 300 Gramm Tonpappe. Dann 160 Gramm, auf 160 Gramm habe ich mir dieses Gridpapier ausgedruckt. Und so passt noch eine richtig dicke 300 Gramm oder 270 Gramm Tonpappe rein. Das kann ich mir dann hier fixieren. Die werde ich auch immer hier drin legen lassen. Damit ich, wie man will. So. Dann habe ich mir hier 2 Stempel vorbereitet, damit ihr seht, dass es mit beiden funktioniert. Also ich habe einmal diese Goyos Stempel genommen, die dicker, hier diese breiter sind. Und einmal ein Clear Stamp. Und ich zeige euch das zuerst mit dem. Also das legt man mit der Stempelseite, das, was man stempeln möchte, dahin, wo man das gerne haben möchte. Dann kommt der Deckel zu. Dann drückt man sich das hier an seine Plexiglasscheibe. Ah, ihr seht die ganze Zeit meine Lampe hier, ne? Das ist natürlich blöd. Aber ich kann mich nirgendwo anders hinsetzen. Und gerade, glaube ich, auch das Licht dunkler. Warum? Weiß ich nicht. So, dann macht man das Ganze auf. Ihr seht, der bleibt wunderschön haften. So. Dann habe ich mir gedacht, mache ich das zuerst mal mit Rot. Ah, das wird jetzt ein bisschen dick. Das bitte ich euch ein bisschen nachzusehen. Da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen dick aufgetragen. So, dann stempelt man das Ganze. Wie gehabt, runterdrücken. Dann macht man es wieder hoch. Das bleibt immer schön liegen. Ah, jetzt weiß ich, warum das nicht ging. Wegen dem Magneten, okay. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal in Schwarz. Das war jetzt schon besser. Mach es genau wieder an die gleiche Stelle. Das ist ja auch das Prinzip des Misty Tools. Und bei diesem Fake hier ist es genau dasselbe. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran. Und ihr seht, das Schwarz hat genau die, oder seht ihr nicht, aber ich sehe es hier ganz genau, das Schwarz hat genau die Umrandung wie das Rot. Also es hat sich nichts verschoben. Und ihr seht ja, selbst wenn ich das jetzt so rumkippe, also die Magnete halten, und das Papier verrutscht nicht. Also diese Magnetscheiben, Platten, die ich hatte, sind dafür wirklich perfekt. Ja, das war schon der ganze Zauber. Also das ging jetzt ruckzuck. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dieser Spinnwebe hier. Obwohl es niedriger ist,
Dadurch halt, dass diese Plexiglasscheibe schon biegsam ist, funktioniert das genauso gut. Man kann sie vielleicht dann noch mal ein bisschen randrücken. So, dann mache ich wieder Rot drauf. Ein bisschen weniger. Irgendwie ist die Farbe total satt. So. Wie eben auch. Runterdrücken. Jetzt mache ich das Ganze. Also der Stempel ist nicht ganz so gut. Da habe ich wahrscheinlich nicht so die perfekte Wahl getroffen, um euch das zu zeigen. Ich hatte mir diese Halloween-Stempel, das war so ein ganzes Set, über AliExpress gekauft. Aber das war das erste Mal kein so guter Griff. Sondern eher ein Griff ins Klo. Weil die Stempeln total dick. Also, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber Spinnwebe ist ja eher filigran. Und das war hier richtig dick. Das seht ihr wahrscheinlich gleich, wenn ich euch ein bisschen näher ranhole. So. Ich drehe das Ganze mal rum. Ihr seht, nichts ist verschoben, seid genau drüber gestempelt. Ja, ich bin begeistert. Ich habe das jetzt auch gar nicht vorher geprobt oder so. Habe mir nur gedacht, also vorher immer so zusammengelegt und zusammengesucht. Wie gesagt, ich musste mir jetzt noch diese Plexiglasplatte bestellen, weil das mit dem rahmenlosen Bilderrahmen nicht funktioniert hat, weil da richtiges Glas drin ist, was überhaupt nicht biegsam ist. Also wenn ihr auf die Idee kommt, macht es nicht. Das kauft ihr umsonst. Ja, das war der ganze Zauber. Und das kann man natürlich überall anlegen, wo man möchte. Und immer aufpassen auf diese Magnete, die sind einfach so stark. Werde ich immer hier drin lassen, vielleicht ein bisschen weiter auseinanderlegen, damit mir die nicht immer zusammenrutschen. Der muss noch raus. Ja, wie ich die Scheibe reinige, weiß ich noch nicht. So, das ist ja dann zu, sobald ihr das zuklappt. Das heißt, diese Magnete können auch nicht rausfallen. Machen sie ja sowieso nicht, weil die fest sind. Wie ich das hier mache, also ich müsste euch mal wieder ein bisschen Also wie gesagt, die lasse ich drinnen, damit die mir nicht wegkommen. Das sind auch meine letzten drei kleinen. Jetzt habe ich nur noch diese größeren Runden mit dem Reinigen. Ja, das auch mit diesen Pflegetüchern wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber die sind ein bisschen zu nass. Da gucke ich nochmal, was ich da am besten mache. Wie gesagt, die Magnete sind richtig fest drin. Ob ich das abmache oder nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht stelle ich mir den auch auf, wie einen Bilderrahmen. Weiß ich noch nicht. Kann man sich ja vielleicht auch ein schönes Bild reinmachen, wenn man nicht gerade stempelt. Ja, muss ich mal schauen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dafür begeistern. Ich bin jetzt froh, dass ich ihn endlich mal zusammengebastelt habe. Gerade jetzt, wo ich ja so viel Weihnachtskarten machen werde. Das Gute ist, man hat dann dadurch, dass man ja auch sich ein Lineal oder dieses Gridpapier zur Hilfe nehmen kann, immer an der gleichen Stelle anlegen und somit ist vielleicht auch jede Karte, wenn man die gleich haben möchte, gleich. Und das finde ich richtig super. Hier werde ich mir noch irgendein Lineal anlegen. Entweder so ein ganz, ganz flaches aus Plaste. Ich glaube, beim Teddy gibt es solche, die sich auch rollen. Das würde ich dann hier reinkleben, vielleicht auch sogar ein durchsichtiges. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und
ja, falls ihr Interesse an so einem Ding habt und das nicht selber bauen möchtet, wie gesagt, ich habe hier noch einmal einen dazu bestellt. Habe auch noch Magnetfolie. Das Einzige, was ich nicht habe, wäre nochmal so eine Plexiglasscheibe. Die müsstet ihr euch dann eventuell selber reinbauen. Also wenn ihr Lust auf diese Verlosung habt, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Das wusste ich. Irgendwie ist diese rote Farbe. Mist. Muss ich echt nochmal so ein Tuch anreißen, glaube ich, weil das schon überall rot ist. Ich werde mir aber wahrscheinlich, weil das natürlich hier auch total anfällig ist, das auch noch bekleben. Mal gucken mit Waschi, mit Papier. Ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Wenn ich euch begeistern konnte, freue ich mich. Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Tschüss.